Und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Ewige Reise. Das neue Atlantis. Oder sollte ich sagen, zur letzten Runde? Mal sehen. Nun denn, wollen wir hier nochmal das hier machen? Ach ja, und bevor ich hiermit anfange, wollte ich sagen, ich habe die letzte Memory-Karte gefunden. Sie war in der Montagehalle. Ja, das kommt davon, wenn man die Karte nicht richtig zu deuten weiß. Dieses kleine Computersymbol da auf der Karte war jeweils seine Memory-Karte. Naja, wie dem auch sei. Dann vielleicht so. So. Tut mir leid, wenn ich immer ein bisschen überlege, aber... Ich versuche hier das gleich zu machen. Ja, toll. I've cracked the puzzle of what these creatures are doing. They start out as larvae, and then morph into small bugs that quickly grow larger. I initially thought they were intelligent, but I was wrong. Although they appear to be thinking, they're actually carrying out the orders of another creature, which they receive through roots. When the bugs travel far from the roots, they freeze, as though someone has turned them off. I need to find the creature that's controlling them. If the bugs are indeed dangerous, we can render them harmless by destroying the source of their actions. It's the only way to stop them. Mhm. Und die hochentwickelten Marsianer haben das nicht geschafft. Hoppla. 518351. 518351. Mal sehen, was hier steht. Blut von Marcy der Katze. Es ist wahrscheinlich mit dem Gamma-Hepatitis-Virus infiziert. Berühre die Flasche nicht, wenn ich nicht anwesend bin. Ein Tropfen des Blutes kann einen Menschen töten. Auch dann, wenn es nur die Haut berührt. Das klingt ja ziemlich gefährlich. Ein Tropfen. Uhuhu. Das kann wahrscheinlich ein viel größeres Wesen kaputt machen. Und ja, was hätten wir denn da als großes, böses Wesen? Hallo, Königin. Ich bin nicht dein nächstes Frühstücksmahl. Ich schmecke nämlich nicht. Okay, die Königin ist also kaputt. Schlachtgut. Nun denn. Aha, Mars ist Blut. Ja. Die Biester sind tot. Die Insekten konnten dem Virus der Erde nichts entgegensetzen und biologisches Netzwerk hat den Virus an den ganzen Schwarm weitergeleitet. Jetzt muss ich noch einen Weg finden, von hier zu verschwinden. Die Wurzeln sind vertrocknet und haben aufgehört zu glühen. Also hoffe ich, dass ich in dem Labyrinth nicht verirre. Daran hätte sie vorher denken können. Oder ich. Naja. Ja, das ist schon gut.
Warte. Hier waren wir, hier waren wir. Okay, das funktioniert also schon. Und raus hier. Okay, was sagt ihr hier? Lasst den Lebensquell eure Körper wiederherstellen. Aber das Einzige, was die Seele in den Körper zurückbringen kann, ist das Elixier des Lebens. Na schön. Hier brauche ich was zum Umrühren. Nochmal DNA. Ich habe die Käfer unterschätzt. Sie sind nicht nur gefährlich, sondern auch hinterlistig. Ich habe kaum noch die Kraft, dies hier zu schreiben. Die Käfer haben mich fast in Stücke gerissen und dann haben sie mich in dieser Art Sarg wieder geheilt. Das ist ein Albtraum und ich habe keine Kraft, ihnen zu entfliehen. Aha. Na gut, das heißt also, hier kommen die vier DNA-Stücke rein. Hier ist wahrscheinlich auch noch sowas. Aber jetzt... Ja, das bringt mir nichts. Jetzt wollen wir dann erstmal hier lang gehen. Hm? Marcy? Marcy Darcy? Ist ja auch egal. Na gut, das müsste jetzt, glaube ich, schon das letzte DNA-Stückchen sein. Und tada, Hauptgewinn. Auch wenn die letzte Folge ein klein wenig... Zack. Na? Na gut. Hier in die DNA. Okay, ein hübsches Glühen. Dann noch dahin. Noch ein hübsches Glühen. Das Ganze noch zweimal und dann wollen wir mal sehen, was sich darin verbirgt hat. Ja, hier gehört ein Objekt hin, das wie eine DNA-Helix geformt ist. Tada! So, alle vier vereint. Jetzt lass uns den Typen da rausholen. Oder was auch immer lag. Und? Ja, natürlich fehlt da noch was. Welcher Schlüssel öffnet die Tür? Der hier? Warum einfach, wenn es auch kompliziert ging? Aha, der Heilraum. Also, da ist er. Sehr fein. Mal schauen, was sie dazu sagen hat. Unmöglich. Michael. Mein Michael. Ist der Mann in dem Sarg. Wie ist er hergekommen? Wie kann ich ihn wieder zum Leben erwecken? Naja, er atmet, also muss er am Leben sein. Sie soll sich beruhigen? Ja. Vermutlich sein Urenkel. Trotzdem. Bleib stark, Anwalt. Du musst jetzt stark sein. Ja. Sein Urenkel. Oder? Ist das? Okay. Mal schauen. Zack. Und auf mit dem Ding. Ach ja. Das nennt man doch haltbare Technik. Nicht wie der Schrott, der auf der Erde gebaut wird. Ein Schiff, das nach Millionen Jahren noch aufgeht. Eine Münze. Noch eine Münze. Und, jawohl, noch eine Münze. Ups, das war das Falsche. Möge dieses Raumschiff unser Volk retten und es sich auf den Planeten der Verheißung bringen. Tja, oder auch nicht. Sieht so aus, als wenn die Käfer euch schon aufgelutscht hätten. Bevor ihr dieses Schiff aktivieren konntet. Ein Mars. Gönn dir ein Mars.
haben die Käfer wohl zu eindeutig gesehen. Okay, Elixier. Ah ja, warum nehme ich immer das in die Hand? Das Elixier wird die Seele in den Körper zurückkehren lassen und wird jede Wunde heilen. Sehr gut. Nun denn, ich bin schon ganz aufgeregt. Es ist schon fast das Finale. Und M-White, ihr Michael und Marcy, ganz wichtig, kommen wieder zusammen. Interessant, sie haben ihn halb nackig gemacht. Ach, ist das nicht ein schönes Ende. Na denn. Da sind sie an ihrem Tour. An ihrem Traumschiff Surprise. Tada. Jawohl. Okay. Das war also dieses Schiff von dem entfernten Planeten. Ja, die wussten, wie das aussieht, wie sie Technik zu behandeln haben. Und es ist interessant, dass diese neue Heimat auch nach 5 Millionen Jahren noch heimatlich ist. Nun denn, so schön wird dieser Planet nicht mehr werden und nie wieder sein, wenn da eine größere Menschenmasse lebt. Das Amulett in einem Slot. Das Spaceship sprang zu Leben, als ob es für diesen Moment wartete. It is one of the two ships the Martians built for the evacuation of their people. The first ship traveled to Earth, and its passengers developed into mankind. They were the mysterious gods who, like Prometheus, gave us knowledge and tools. Now, thousands of years later, the second ship is taking Michael, Marcy, and me to the Golden Chariot constellation, where Terra Nova awaits. I believe the planet will become not only our home, but also a refuge for the billions of people on Earth. All we have to do is figure out how to control the ship, and then begin our eternal journey. Wish us luck. Ja, ihr werdet es brauchen. Ich wünsche euch viel Glück. Na denn, das soll es dann soweit gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Halt, wir gucken jetzt noch, was kommt. Na gut, das war's dann erstmal. Dann würde es hier noch Extras geben. Wie hier das Handbuch. Zum Beispiel. Ich habe mir hier mal nachgeguckt, wo diese Memory Cards sind. Und halt, ich will ja schließlich nicht spoilern, was noch kommt. Okay. Hier gibt es noch was. Aber leider in der, man sieht es, nicht unbedingt der besten Auflösung. 1024 mal 768 oder 1280 mal 800. Das hier ist nämlich aus dem Nebenspiel. Naja. Wie dem auch sei. Jetzt aber wirklich. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.